Hallo und herzlich willkommen zur 201. Folge von Project Unstable 6. Ja, es geht weiter. So, ich habe jetzt mal offscreen nochmal ein kleines bisschen hier schöner gebaut. Quatsch, einfach nur die Höhle nochmal ein bisschen schöner gemacht. Hier unten sind unsere Spawners. Es sieht relativ schön aus. Ich bin relativ glücklich, habe hier auch nochmal das so ein bisschen angepasst. Ja. Und wir haben mittlerweile auch ein bisschen Will Crystal, würde ich sagen, gesammelt. Das Einzige, was ich jetzt gerne noch machen würde, erstmal, vorerst mit Blood Magic, bis wir wieder mal Sachen brauchen, ist ein bisschen Tartaric Gems. Und zwar gibt es nämlich bis zum Grand Tartaric Gem. Den machen wir im Endeffekt aus dem Netherstone, einem Greater Tartaric Gem, was wir machen aus dem Demonic Slate, Big Bloodshot, Terror Steel und einem Common Tartaric Gem. So. Dafür brauchen wir allerdings Demonic Will und dafür brauchen wir einen Tartaric Gem. Das heißt, wir machen uns nochmal Tartaric Gems. Das heißt, ich wollte mal kurz gucken, hatte ich noch eins? Ja, ich hab sogar noch Lesser. Wunderbar, dann können wir die gleich nehmen. Und einen habe ich doch, glaube ich, sogar noch dabei. Da. Mensch, ich glaube, einen hatte ich doch immer dabei. Ja, war auch ein Lesser. Okay, dann packe ich den mal weg. Und mit dem nämlich nicht upgraden, dann upgraden wir erstmal nur den Lesser hier. So. Dafür brauche ich nochmal das Ding. So, und dann upgraden wir jetzt einfach mal ein bisschen nochmal die Tartaric Gems. Sorgen dafür, dass wir die noch haben. Und dann, ja, so. Kommen war Imbued, Pixie und Demon. Okay, Pixie hatte ich noch, ja. Imbued sollte ich auch haben. Da kann ich auch gleich mal, Demon. Demonic Slates kann ich gleich mal mitnehmen. Brauchen wir noch Big Bloodshot und einmal wie heißt's, Terror Steel. So, das letzte war für das hier noch, achso, das hier. Zack, so, zack, 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 einmal Dustbush ballern lassen und dann upgraden wir mal richtig schön, dass wir einen Greater Tartaric Gem haben. Dann können wir uns da draußen nämlich gleich noch einen Grand Tartaric Gem machen. Bräuchte man aber theoretisch zweimal das ganze Zeug, ne? So, kommen, zack. Und flups, wir haben einen Greater, dann können wir den schon mal hier reinpacken. Beziehungsweise ich mache Folgendes. So, und zack, kann sich das schon mal auffüllen. Und dann brauche ich theoretisch nochmal einen Terror Steel, ne? Den Rest habe ich ja alles noch, nur kein Terror Steel mehr. Demon, das Ding habe ich noch und ich habe noch, was war das letzte? Nicht sagen, ich krieg's selber raus. Slate, Terror Steel und... Verdammt! Ah, der Weak Bloodshot. Gotcha. War doch richtig, oder? Ja. Dann haben wir mal ganz schnell das Terror Steel. Wir haben mehr als genug Mana, dass wir das erstmal machen können. Wir müssen auch noch unbedingt, das wird wahrscheinlich das zweite sein, was wir heute machen werden, die Pure Daisy noch automatisieren. Damit wir ein bisschen Living Rock und Living Wood uns automatisieren können, weil das ist auch was, was ich gerne noch hätte. So. Zack, zack, zack. Einmal durchblubbern lassen. Und flupp. Wir haben nochmal einen Greater Tartaric Gem und daraus können wir jetzt einen Grand machen. Dafür brauchen wir, einen Grand. Dafür brauchen wir mindestens 4000 und wir brauchen also einen Netherstar. Und danach haben wir die größtmögliche Speichermöglichkeit für Demonic Will. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir sollten eigentlich auch noch genügend Demonic Will haben, dass wir das ordentlich auffüllen können. Ja, das braucht jetzt noch 1300. Nicht 1300, 1500. Ja, okay, gut. Dann gucken wir uns mal an, was wir für Möglichkeiten haben, die Pure Daisy zu automatisieren. Wir haben ja, zwischenzeitlich hatten wir es ja schon auf mehrere Art und Weisen versucht. Wir haben es einmal, also was heißt versucht? Wir hatten es mit Applied Logistics, mit Applied Logistics. Wir haben andere Sachen probiert, aber die waren alle nicht so schön. Weil das Problem ist immer, wir können mit Applied Logistics arbeiten. Das funktioniert. Entschuldigung, nicht Applied Logistics, mit anderen. Das Problem ist nur, wir bräuchten dann theoretisch einen Breaker und wir bräuchten einen Placer. Das wären die beiden Sachen, die wir unbedingt bräuchten. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, wie ermitteln wir, wann wir den Block breaken müssen. Das heißt, theoretisch müssten wir noch einen Block-Update-Detektor machen, welcher dann den Block zum Breaken bringt.
Das ist aber alles viel zu groß. Wir haben, theoretisch haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, was Breaker angeht. Wir haben einmal den Blockbreaker von Industrial Foregoing. Allerdings funktioniert wie jeder andere Blockbreaker auch nur sehr stromverbraucht. Von daher, doof. Wir haben noch den Blockbreaker von OpenBlocks. Der bringt uns aber auch nicht viel. Wir haben den Automatic Breaker von Embers. Bringt uns auch nicht ganz so viel. Und was wir auch machen können, von Integrated Dynamics. Ich weiß, ihr seht das wahrscheinlich nicht mehr so gerne mittlerweile. Aber ich glaube, ME braucht ihr auch nicht unbedingt. So. Und zwar haben wir nämlich hier auch World Block Exporter und World Block Importer. Pick up blocks from the world und place blocks into the world. Das heißt, wir hätten zwei Möglichkeiten. Brauchen wir ja auch mit dem E-System. Mit dem E-System, wir brauchen definitiv so oder so zwei Seiten. Das Problem ist nur, mit diesen großen Blöcken brauchen wir drei Seiten. Weil wir noch einen Update-Detector bauen müssen. Den wir theoretisch runterbauen können, aber dann haben wir auch wieder volle Blöcke und die, das kann man wenigstens noch halbwegs schön verstecken. So. Okay, dafür brauchen wir allerdings ein paar Sachen. Wir brauchen zum einen Logic Director und wir brauchen Item Exporter. Die jetzt nicht so schwer sind. Dein Pickaxe, okay. Und dann halt praktisch ein Logic Integrator. Der ist gar nicht so schwer. Ich glaube, es war einfach nur Chorus Flower. Ja, das können wir definitiv machen. Dann würde ich sagen, wir setzen uns mal dran und versuchen mal mit Hilfe vom World Block Exporter und World Block Importer dafür zu sorgen, dass wir das schön machen können. Wie gesagt, das Problem ist leider, ich würde gerne Breaker nehmen, aber ich kann die ganzen Breaker nicht filtern. Das ist doof. Wir haben noch eine andere Option, theoretisch. Das könnten wir eigentlich auch machen, warte mal. Das Ganze involviert Blood Magic. Und ich glaube, wir haben alles aufgebraucht hiervon. Yep. Machen wir nochmal ein Nachladen hier. So, damit wir es noch voll kriegen mindestens. Wir können es mit Blood Magic machen. Und zwar gibt es nämlich ein Filler-Ritual und theoretisch ein Crusher-Ritual. Die könnten wir beide theoretisch in Kombination nutzen und schließen das einfach nur. Yay, wir haben Grand. Und wir schließen das einfach nur so zusammen, dass wir in der Lage sind, das könnten wir machen, dass wir es halt so zusammenschließen, dass der Filler, weil in der Mitte haben wir ja immer die, na, wie heißt's, die Dingens halt. Ich komme nicht auf den Namen. Die Pure Daisy. Das heißt, wir können auf jeden Fall platzieren, theoretisch, in diesem Bereich die ganzen Blöcke. Wir können ja den Bereich selber bestimmen, was für eine Größe es sein soll. Und dann würde das Ding platzieren, um die Pure Daisy. Dann müsste es praktisch nur noch umgewandelt werden. Und dann müssten wir einfach nur mit dem Crusher können wir natürlich filtern, was wir gerne machen wollen und was nicht. Nur ich glaube, die Rituale würden zu viel Platz in Anspruch nehmen, damit ich das gut machen kann. Und da würde sie es, glaube ich, eher anbieten. Nee, Filler gibt's nicht. Placer haben wir auch nur zwei. Aber wir können das Areal upgraden. Okay. Mir kommt gerade eine. Wir probieren mal was. Ich weiß, es interessiert nicht jeden, wenn wir probieren, weil es immer am meisten eine Folge wird, in der wir zu nichts kommen, aber mir kommt gerade eine Idee. Und zwar können wir mit Upgrades dafür sorgen, dass beispielsweise der Placer, der Blockplacer, eine größere Reichweite hat. Statt dass wir praktisch normale Placer nehmen, könnten wir dann sagen, okay, wir platzieren einfach direkt das 3x3-Gebiet. Oder wir platzieren im größeren Gebiet und lassen unten, haben wir dann noch irgendwelche Kabel oder haben wir dann die Breaker stehen oder in irgendeiner Form und dann haben wir es. Oh, I have an idea. So, wie kriegen wir das jetzt? Was brauche ich? Tin, okay. Tin Gear. Dann ein Servo. Das habe ich sogar. Ein Coil. Machine Frame. Wir probieren das einfach mal aus. Probieren geht über Studieren. Flup. So. Kann ich den nach oben platzieren? Nein. Das ist schade und doof. Und kacke.
Ich probiere mal, ob ich ihn drehen kann. Nicht so wie ich will. Okay, das ist doof. Wir können das Ding also nicht nach unten, nach oben stellen. Okay, habe ich noch einen Range-Addon? Nein. Addon. Wir könnten mal Range-Addon plus 1. Beziehungsweise, ich kann ab einem gewissen Punkt, kann ich ja, warte mal, das ist Range plus 2, wäre im Endeffekt 3 mal 3. Das wäre okay. Machen wir. Brauche ich dann halt ein bisschen mehr Platz? Ich überlege gerade, wie ich das bauen könnte dann. Ja, wir machen mal das Range-Addon. So, dafür brauche ich erstmal das Range-Addon. Und dafür brauchen wir Plastik. Oh Gott, das wird jetzt doof. Oh nein. Aber wir haben noch ein bisschen Plastik. Oh, wir haben noch genau 8 Plastik. Oh, wunderbar. So, warte, welches Plastik brauchte ich? Light Gray. Light Gray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht nicht. Okay, wir machen mal mit einem. Ach nee, ich brauche fürs erste brauchte ich ja schon 2 Plastik, ne? Fürs zweite, für die nachfolgenden Stufen brauchte ich dann nur 1. Ja. Okay, wir brauchen eine Plastikproduktion. Ich kann da keine Range-Addons reinpacken. Warum nicht? Oh Mann, ich war mir jetzt so sicher, dass wir hier einfach Upgrades reinpacken können. So, wahrscheinlich können wir dort nur das Upgrade reinpacken. Leaf bringt nichts. Item Transfer, das können wir wahrscheinlich machen. Fluid Transfer können wir nicht machen. Fortune können wir nicht machen. Das heißt, wir haben im Endeffekt nur. Ist aber nicht wahr, oder? Gut, dass ich doch nicht mehr Plastik hatte. Stell mir vor, wir hätten das jetzt geupgradet. Ich hatte jetzt gerade den schönen Gedanken, dass wir einfach die Range erhöhen, dass wir praktisch ein 3x3 Gebiet haben und das dann einfach benutzen. Ja. Ich meine, wir könnten theoretisch mit einer Kombination arbeiten. Wir könnten ein Filler-Ritual machen, welches uns die Sachen hinbaut. Da muss ich mal kurz gucken, wie groß das ist. Moment. Master. Bevor wir jetzt halt wieder ins ME-System verfallen, möchte ich gerne mal was anderes probieren. Weil ME-System ist die Allzwecklösung, damit kriegen wir alles hin. So. Und ich weiß, dass ein Großteil von euch nicht unbedingt immer wieder das Gleiche sehen will. So, jetzt, was wollte ich machen? Das Ding. Jetzt muss ich mal gucken, wo das Filler ist. Moment. So, Cry of the Cynosaur. Capable of transferring life essence from a network back into the pool. Okay. Ups, hallo? Mensch auf die Condor. Das gibt's wieder? Seit wann gibt's das wieder? Seit wann gibt's denn das wieder? Das ist ja toll. Das ist ja echt toll. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das war anscheinend beim Update wieder zugekommen. Okay. Wo ist Filler? Laying of the Filler. Wir brauchen 12 Runen. Okay, es ist flach. Es sind 3, ja, 12 Runen. Könnten wir hinbekommen. Und dass wir dann einfach das, die Fläche bestimmen, in der es halt praktisch das platziert. Dass wir es unter die Erde einfach legen, dann platzieren wir und wir haben dann einfach hier drüber noch ein paar Breaker und das Ding nimmt ja, glaube ich, aus einer Kiste, die wir auch bestimmen können. Das heißt, wir könnten eine Kiste machen und können das ME-System wieder outputten einfach. So, was kostet Crusher? Mal ganz kurz gucken. Crusher. Das sind wie viele Runen? 16. Sind das 16? 12, 16. Ja, das heißt, es ist nicht größer als das. Okay. Moment, und das Filler? War das nicht jetzt... Moment. Ich kann die zusammenpacken. Oh. Oho. Also, ich kann sie nicht zusammenpacken, weil es müsste über den gleichen Master Richard Stone passieren. Aber theoretisch nehmen sie gerade mal die gleiche Fläche.
Das heißt, ich könnte den einen Master auf den anderen setzen. Das kriegen wir hin. Moment. Ich brauche nur noch einen Master und ein paar Stones. Warte, wie viel brauche ich dafür? Einmal 16, einmal 12. Okay. Blood Magic. Richard Stone. Okay. Wir brauchen... Ich wusste es. Okay, also wir müssen noch ein paar Sachen auf jeden Fall irgendwann mal interessieren. Automatisieren. So, machen wir 8 davon. Dann kriege ich nochmal genau eine Rune. Brauchen wir noch String. So. Okay. Wir machen es mal komplett mit Blood Magic. Moment. Crusher ist gar nicht das Problem. Stimmt. Weil wenn ich Crusher einfach filter, praktisch wo er es hin outputtet, wenn ich das einfach filter, warte mal, tut Crusher in eine Kiste packen? Breaks Bluff within the Crushing Range and places the items into Link Chest. Ja, wunderbar. Okay, supi. Dann, was wollte ich machen? Ich wollte String reinwerfen. So. Dann wollte ich nochmal ein bisschen was hier reinwerfen. Und hier nochmal craften. Ups. Nein. So. Und zack, zack. Und Mana Rune. Go. Super, dann kriegen wir die auch schon mal. Dann kriegen wir praktisch das... ich brauche nochmal Eisen für... Habe ich... Oh, bitte sag mir, ich habe noch genug für zweite... Thaumium. Habe ich noch Thaumium? Oh, ich habe noch... Oh, wunderbar. Oh, ich brauche gar nichts machen. So muss das sein. Okay, dann brauchen wir noch Richard Stones. Da wird es jetzt mehr interessant, weil ich glaube nämlich, das reicht nicht. Nope. Oh. Ja, aber das sind die letzten. Genau, wir brauchen noch Reinforced Stone. Okay, Moment. Wir haben ja zum Glück mittlerweile das Ding relativ schnell. Habe ich noch Reinforced eingestellt? Jo. So, zack. Zack. Dann machst du das schon mal. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit mal um den Rest. Das heißt, Arcane Stone ist jetzt nicht unbedingt so schwer. Wiss. Zack, zack. So. Zack. Okay, jetzt haben wir 10. Das heißt, wir brauchen... Wie viel braucht man insgesamt? 28. Das heißt, wir brauchen noch eine ganze Menge. Also 28 plus 1, also 29 brauchen wir. Okay. Ist die Mana Rune fertig? Ja. Orb. Zack. Master Orb. Hä? Okay, wir brauchen noch 18. Aus irgendeinem Grund doch jetzt wieder. So, ich muss mir auch noch überlegen, wo ich es aufbauen will. Der Vorteil ist, was heißt Vorteil? Ich weiß nicht, wie groß die Range ist. Das heißt, ich brauche ein bisschen Slates, brauche ich leider noch. Das reicht natürlich nicht. 12, wir brauchen, warte mal, was war für Filler, ne? Ja, für Crusher brauchten wir 16. Na, mach schneller. Ist das was? So. Machen wir mal die Stack Size zu 2. Sollte es ja immer noch hinkriegen von der Geschwindigkeit auf nicht. Ah, jetzt muss ich nur gucken, wo habe ich denn da das Ding? Sind hier zwei Items drin? Nö. Decrease Total Max in Inventory 2. Ja. Okay, gucken wir mal. Wahrscheinlich, weil der Prozess schon angefangen hatte. Ja, wunderbar, wir machen jetzt zwei auf einmal. Schön. Das ist vielleicht gar nicht so doof. So. Okay. Warten wir mal ganz kurz, dass er jetzt nochmal die zwei fertig macht. Also, ist schön. Wir kriegen eben mehr als genug Blut rein. Ich will trotzdem mal noch dafür sorgen, dass dort unten wir vielleicht eine konstante Hexensache haben. Und eigentlich wollte ich das hier oben auch nochmal schöner bauen. Vielleicht, also... Unter Umständen werde ich es so machen, dass die nächste Folge eine Baufolge wird. Auch wenn ich weiß natürlich, das interessiert gefühlt die wenigsten von euch.
einfach nur ein bisschen bauen, aber dass wir beispielsweise das hier mal fertig machen, so ein bisschen, dass wir den Altar, Entschuldigung, dass wir das hier mal fertig bauen. Ich wollte es ja gerne so machen, dass es so ein bisschen überwuchert ist, dass es so ein bisschen älter aussieht, als wäre es praktisch schon seit Jahren in Vergessenheit, dass wir es hier ein bisschen zubauen, ein bisschen Bäume, ein bisschen Gestrüpp, dass man es wirklich nicht einfach so erkennt, vor allem nicht von hier unten. Das heißt, dass wir hier noch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen was Felsiges bauen, was ein Stück hoch geht, oben Blätter drauf und dass es praktisch hier so ein bisschen rumgeht und dann hier so eine steilere Wand, die nach unten geht. Kriegen wir alles hin. Muss ich mal gucken, was wir vielleicht nächste Folge eine Baufolge machen. Wie gesagt, ich weiß, es interessiert nicht die meisten und wenn sagt er immer, macht Timelapse, das ist leider leichter gesagt als getan. Also das Problem ist, ich will ein schönes Timelapse machen. Und das ist im Endeffekt das Problem. Ein einfaches Timelapse, wenn ich jetzt praktisch einfach sagen würde, okay, ich nehme jetzt selber auf und du spielst einfach schneller ab, würde funktionieren. Das Problem ist aber einfach nur, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das ganze Ding aus einer schönen Vogelperspektive oder sowas machen, dann haben wir ein Problem. Weil dann kriegen wir es nicht hin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Einmal aktivieren. Huch! Moment, falsch. Moment, was tust du? So. Huh. Okay. Gut. Er hat unten Cobblestone abgebaut. Ich baue das mal wieder hin. So. Okay. Gut. Wir können ja das Areal bestimmen. Ich wollte ja mal gucken, wie weit wir weggehen können. So. Cobblestone mal bitte. Können wir das rein theoretisch hier drüben machen? Zack und zack. Können wir! Wunderbar! So, wie gesagt, wir haben hier oben theoretisch die Möglichkeit, eine Kiste noch zu platzieren. Also wir können sagen, wir wollen gerne ein Chest haben. Was wir dann natürlich umändern können in Draw. Also praktisch einfach nur eine limitierte Sache. Wir können zum Beispiel theoretisch einen Item-Buffer nehmen. Der Item-Buffer ist doof. Nee, wir brauchen ein Draw-System, was limitiert ist auf Living Rock und Living Wood. Das wäre, glaube ich, das Beste. Oder irgendwo, ja, da können wir theoretisch einen kleinen Draw, ist egal, machen wir dann. So, und theoretisch kann ich jetzt sagen, Chest. Bup. Und wenn ich jetzt hier platziere, hier war das, ne? Mhm, okay. The block range given is too far. Needs to be within a vertical range of 2 blocks and a horizontal range of 2 blocks. Okay, also das heißt, der In- und Output muss hier irgendwo in diesem Gebiet sein. Von diesem Master Register. Wir können es oben drauf stellen, wir können es unten drunter packen oder hier in diese Zwischenräume. Woanders kann die Kiste nicht sein. Okay. Kann ich eigentlich ein größeres... Ach ja, was passiert? Moment. Science. Wir machen mal Draw. Ups. Ein Draw. Zwei Draw. Und dann wählen wir das nochmal aus und sagen mal Chest. Und eins und zwei. Ah, okay. Wir können nur einen machen. Gut. Hat mich jetzt einfach nur mal interessiert, ob wir theoretisch mehrere Kisten machen können. Wenn die eine voll ist, geht dann die andere. Geht leider nicht. Okay, aber wir wissen jetzt schon mal mit dem Crusher, wir kommen eine ordentliche Strecke. Das heißt, wir können ganz woanders im Endeffekt das Zeug abbauen, als wir wollen. Und da kann ich jetzt auch nochmal gucken, dass wir mal eine Information kriegen. Okay. Vertical Range of 9 Blocks und Horizontal Range of 9 Blocks. Wunderbar. Das heißt, wir können es auch wesentlich weiter drunter bauen. Unter die Erde und machen es dann praktisch oben. Einfach irgendwo im Haus machen wir es dann einfach schön hin. Ich meine, es geht ja noch ein Stückchen breiter. Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich hier drunter komme. Beziehungsweise kann ich auch mal Layer of the Filler kurz probieren. Weil das wäre ja, was wir theoretisch dann bräuchten. Ja, ich habe das Gefühl, wir kommen diese Folge nicht mehr dazu, das fertig zu machen. So eine ganz vage Vermutung. So. Aber man muss es auch mal ausprobieren. Nee, warte, falsche Richtung. Nee, doch, richtige Richtung. Crusher, Containment, Shepherd, Vault, Sapphire, Suppression, Filler. So, also. Natürlich. Moment.
Dann platzieren wir es mal nach hier. Das sollte ja theoretisch gehen. Hoffentlich. So. Okay, nochmal. Wunderbar. Okay. Gut. Und dann können wir jetzt hier nochmal Range probieren. Achso, erstmal anmachen. Zack. Zack. Chest. Placement. Okay. Placement. Wir probieren mal hier drüben einfach mal zu machen wieder. So. Vertical Range of 6 Blocks und Horizontal Range of 6 Blocks. Das heißt, wir können es maximal 6 Blöcke drunter bauen, wo wir es haben wollen. Okay, das heißt, das Filler-Ritual sollte im Endeffekt direkt drunter sein. Okay, 6 Blöcke haben wir. Machen wir ganz kurz gucken. Wenn ich das hier hinten hinbauen würde, ne? Haben wir hier drunter was? Ja, Holz. Oh. Aber nichts zu Interessantes, wenn ich mir das gerade so angucke. Also wir könnten jetzt theoretisch sogar ein Stück zur Seite. Wir haben ja ein bisschen Spielraum. Sind das 6 Blöcke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Ein Block! Ein Block ist es. Okay, wie viel? 6 Blöcke kann ich zur Seite, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, das geht. Ja. Das geht auch. Das geht nicht. Okay, warte mal, das hier. Das heißt, von hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Oder ist es um den äußersten Ritualblock? 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre ja hier. Das heißt, das... Nee, es geht schon... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Wiggelspielraum zur Seite. Das heißt, wir kommen eigentlich ein Dreierareal hier an der Seite vorbei, ne? Ja, kommen wir auch hier so? Ja. Okay, dann ist das gar kein Problem. Dann kriegen wir es alles hin. Dann können wir es alles bauen. Wunderbar. So, dann können wir nämlich eine wunderschöne Pure Daisy Automatisierung machen. Rein mit Blood Magic. Wir brauchen natürlich immer Blut im Netzwerk, was aber mittlerweile kein Problem mehr sein sollte. So, dann muss ich jetzt nur gucken, dass wir das hier hinten einmal bauen. So. So, jetzt beginnt nämlich hier der wilde Kampf gegen die Natur. So, wir kommen ja zum Glück ein Stück runter. Das Problem ist, das Crusher-Ritual muss auch noch her, aber das kann ich drunter platzieren. Das ist okay, das hat eine höhere Reichweite. Das war jetzt der Durchmesser von dem Ding. Das waren 3, 4, 5, 6, 7, ne? 3, 4, 5. Und 6, 7. So, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. So. Machen wir so. Und dann gucken wir jetzt erstmal, ob das funktionieren wird, wenn ich das hier platziere. Moment. Einmal hier. Und einmal hier. So. Ne, wir können es theoretisch sogar noch einen Block nach oben setzen. Nee, kann man nicht. Okay, so. Guck mal. Flup. So, und dann einmal dich mit Placement. Mal gucken, ob es reicht von der Range. Lass mich bitte rein. Irgendwie habe ich gerade extreme PS-Einbrüche. So, jetzt geht's wieder. Und dann einmal von hier nach hier bitte. Von hier nach da. Wunderbar. Ah, das funktioniert. Das ist super. So. Wir müssen natürlich dann halt hier hinten irgendwie einen Anschluss machen, wo wir das ganze Zeug haben. Dabei könnte ich das dann auch... Ich könnte es auch in die Richtung bauen, ne? Das wäre vielleicht schlauer. Nicht das. Moment, das sind jetzt. Können wir es noch einen weitersetzen? Nein. Okay, das ist wirklich das Maximum, was wir haben. Dann geht es jetzt im Endeffekt einfach nur drum, wie kriegen wir das gut hingepackt?
Also ich habe im Endeffekt, ich kann mir erlauben, zwei Wandblöcke zu haben. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, das Ding... nein, ich will es gerne hier haben. So, zwei Wandblöcke. Das heißt 1, 2 und dann müssten wir es hier hinten platzieren. 1, 2 und dann müssen wir es da platzieren. Dann käme es hier mit in Kontakt. Das ist doof. Dann bauen wir es hier hin. Machen wir hier das... Machen wir es hier hin. Machen wir es so. Machen wir hier dieses 3x3-Ding. Bis hier praktisch die Mitte ist. Ist wahrscheinlich das Beste. Gut, machen wir hier auf. So, mal gucken. 1, 2. 1, 2. Aber wir haben nur 2 Blöcke und dann 1, 2, 3, 4. Also 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das müssten dann hier hin. Ich habe euch gesagt, wir schaffen das diese Folge nicht mehr. So, das wird interessant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack, zack. Zack, zack. Zack, ups. Zack, zack. Zack, zack. Aber wir kommen weit genug weg. Vom Platz her haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Das könnte komplett funktionieren. Und dann sind wir halt ein bisschen näher am ME-System dran. Dann müssen wir nicht einmal quer über den kompletten Raum. Beziehungsweise ich will es ja eh nicht über ein ME-System machen. Wir machen es ja über eine... wahrscheinlich mit Hilfe von Routing Nodes auch wieder als Import und so weiter. Wir machen ja eh ein eigenes Draw-System für die grundlegenden Sachen. Also für Living Wood und Living Rock. Und der Rest kommt ja dann eh praktisch über Bestellung rein. Okay. Gut. So. Dann das einmal hier hin. So, und das dann einmal hier hin. Ich habe was vergessen wegzumachen. So. Okay. Zack, 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 zack. Einmal. Zack. Und dann zack. So, ich teste noch einmal, ob es funktionieren würde, aber ich bin mir ziemlich sicher, nein. Warum sollte es auch? Hätte ja klappen können. So, und dann praktisch diesen Bereich. Gut. New Range successfully set. Da mache ich unten mal zu. Die Folge ist eigentlich zu Ende, das stört mich. Ich wollte die Folge mehr geschafft haben. So. Und iPod. Zack, zack. Wunderbar, okay. Und hier kommt dann halt einfach die Pure Daisy hin. Wir machen das auch in das Floating Flower, das hier praktisch hier ist. Dann platzieren wir das einfach hier und alles ist toll. Wir könnten es theoretisch sogar in die Schwebe packen. Dass wir es komplett schweben lassen. Geht doch sicher auch. Ja. Die Frage ist nur, wie simulieren wir, dass die Blöcke wirklich schweben? Fällt mir nichts Gutes ein, wie man das machen könnte, dass es gut aussieht. Deswegen lassen wir es mal so. Okay. Wir können es ja jederzeit ändern. Wir brauchen ja nur die Range zu ändern. So, und dann brauchen wir theoretisch noch das zweite Ritual, was ich drunter bauen muss. Und das ist dann... Nein, ich will gerne... Hallo? Jetzt. Crusher. Genau. So, zack. Hier war eins, ne? Genau, und dann im Endeffekt hier. So. Zack, zack. Achso. Zack, zack. Und dich noch weg. Okay. Wie kriege ich das jetzt platziert, ohne dass ich... gar nicht. So. Ich hätte das zuerst platzieren sollen. Wo beißt sich's? Huch. Ich habe keine Ritual Stones mehr. Ja, stimmt, wir hatten ja nicht... ja. Da war ja noch was. Okay, gut. Ich werde, denke ich, aber das Offscreen mal vorbereiten. Dass wir hoffentlich ein bisschen was erreichen. Nächste Folge mal. Zack. So. Beziehungsweise ich könnte es auch noch jetzt schnell fertig... ich mach das noch nicht. Okay.
Gut, ja, wir machen einfach nächste Folge weiter. Ich will auf der einen Seite, will es nämlich gerne zeigen, und auf der anderen Seite denke ich mir, du könntest das auch offscreen machen. Aber ich glaube, wir zeigen es. Einfach nur, weil ich persönlich denke, dass es die bessere Idee ist. Gut, dementsprechend würde ich sagen, ich beende jetzt die Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich buddel mich hier in der Zwischenzeit mal schön ein. So. Zack, zack, zack. So. Alles dufte. Gut. Ja, dann jetzt wirklich. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dann bauen wir das hier fertig. Und dann wird es alles hoffentlich ganz, ganz schick. Bis dahin. Ciao.